Ihr Lieben da draußen, Dorfromantik. Ein gemütlicher, wunderschöner Name für ein gemütliches, wunderschönes Spiel. Wenn ihr gerade auf der Suche seid nach irgendeinem Game, was ihr irgendwie abends oder nachmittags mal spielen könnt, ohne gestresst zu sein, ohne irgendwie... Wenn ihr einfach Stress abbauen möchtet, ist genau das Game das Richtige für euch. Ich bin hier gerade in einem Spiel gewesen, lief nicht so gut. Man kann ja ganz gemütlich weiterbauen. Es gibt viele verschiedene Modi in diesem Spiel, werde ich aber nachher noch erklären, was das genau sind. Ihr seht schon im Hintergrund, ich kann mal auf diese Karte nochmal drauf zurückgreifen, fortsetzen. Das ist meine alte Karte, die ich nicht gut gespielt habe, ist aber nicht so schlimm. Hier, das ist meine Karte. Ihr seht, es werden Hexagons, so sechseckige Karten, werden genutzt. Wir haben schon hunderte von diesen Games gesehen, aber ich glaube, dieses Spiel springt so ein bisschen aus dem Ganzen raus. Es hat eine ganz simple Grafik, es sieht sehr, sehr gemütlich aus, die Musik ist wunderschön. Man kann es auch ausstellen. Und ich mache das meistens, stelle sie aus und mache dann eine andere Musik noch an. Und dann seht ihr, so wird gespielt. Werden kleine Puzzleteile gesetzt. Und ich will euch jetzt nicht zu viel hier von diesem Bild zeigen. Wir werden mal ins Spiel eintauchen. Und dann zeige ich euch das noch ganz kurz ein bisschen. Es wird kein großer Geiz werden. Also es gibt da bestimmt viele, viele bessere Spieler. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gespielt, vielleicht 15 Partien oder so. Dafür gibt es bestimmt bessere Guides für euch da draußen, die euch da vielleicht die besten Tipps und Tricks zeigen. Wir werden das aber ganz gemütlich mal angehen. Ich will euch das Spiel mal zeigen. Das Team ist übrigens aus Berlin. Ein deutscher Entwickler und das sind Studenten. Studenten haben das gemacht hier und das ist eingeschlagen wie eine Bombe weltweit. Ihr Lieben, wenn das genauso ein Spiel ist, was euch gefällt, dann habt ihr genau das Richtige. Also für mal richtig runterkommen. So, wir gehen auf nochmal, wir starten einfach mal ein Game und wir können das auch so machen. Man kann hier ein paar Einstellungen machen. Man kann übrigens hier, das sind die Jungs. Hier steht's, hier Dorfromantik wurde von 4 Game Designern, Studenten aus Berlin entwickelt. Super cool, ne? Sowas gefällt mir, wenn das sowas, wenn sowas passiert aus dem Nichts. Tokana, so heißen sie, Tokana Interactive. Und wir starten jetzt ein Spiel. Ich zeige euch noch ein bisschen ein paar Schritte, wie man das spielt. Und dann liegt es an euch, wie ihr euch in so einer Karte perfektioniert. So, also ich kann meine Spiele gehen. Dann kann man hier das die Modi. Man kann Tutorial spielen. Da wird euch erklärt, wie das geht. Tutorial ist ganz, ganz kurz und ganz nett. Ist auch nicht unbedingt viel zu verstehen, wie ihr dann nachher das ganze Puzzle löst. Ist dann wieder euer Sache, weil es gibt da so einen Highscore und dieser Highscore ist natürlich, umso mehr, umso länger ihr auf einer Karte spielt, umso mehr Punkte bekommt ihr. So, genug gequatscht. Hier ist ein Modi, könnt ihr auswählen. Wir gehen auf einfach ein neues Spiel und dann sieht das so aus. Ganz simpel. Man kann hier die Karten ein bisschen drehen mit der Maus. Ihr seht, wir haben hier auf der rechten Seite so ein Deck. Ein Deck mit Karten. Und man sieht immer nur die ersten drei. Die erste Karte ist die, die ich jetzt hier habe. Dann kommen die anderen zwei. Dann könnt ihr euch mal vielleicht voraus... Ja, ihr könnt irgendwie so eine Idee haben. Okay, jetzt baue ich die Karte vielleicht in der nächsten Runde oder bei der nächsten Karte nehme ich die dann und setze die irgendwie anders an. Dann wisst ihr vielleicht schon, wie ihr die Karte drehen könnt. Mit dem Mausrad kann man die nämlich dann drehen. Unten sieht man eine Zahl. Die Zahl bedeutet, ihr habt 40 Karten im Deck. Umso mehr ihr setzt, umso weniger gehen die runter, die Karten natürlich. Jetzt seht ihr zum Beispiel die Karte, die erste, die ich hier habe, da steht eine plus 3. Das sind Missionskarten. Ist nichts Kompliziertes, Leute. Ihr setzt die Karte und dann sagt das Spiel einfach, ich möchte 3 weitere Felder haben. Das sind übrigens Felder, das ist kein Käse. Ich möchte 3 weitere Felder an diesem Feld angedockt bekommen. Wenn du das schaffst, kriegst du 5 Karten. Ganz einfach. Dann haben wir hier unten, wenn ich jetzt diese Karte setzen würde, habe ich hier unten nochmal eine Rückgängigkarte. Man kann nur ein einziges Mal den letzten Schritt zurückgehen. Ich kann jetzt so drücken. Okay, ihr könnt nicht 3 Karten setzen und 3 Karten zurückgehen. So geht das nicht, also sondern ihr müsst dann einfach gucken, dass ihr vorausplant, gemütlich, langsam spielt. Und dann setzen wir einfach mal eine Karte. Jetzt habe ich ein Feld hingesetzt.
Und ich habe jetzt noch eine Missionskarte bekommen mit einem Feld. Jetzt könnte ich die zum Beispiel hier hinsetzen. Ich könnte sie auch direkt hier andocken. Könnte man machen. Ich mache mal so. Ihr seht, wenn man die Karte andockt, dann seht ihr dann, ich habe jetzt hier ein Feld und das docke ich an ein anderes Feld an. Und diese Mission sagt ja, ich möchte gerne drei haben. Sobald man andockt, seht ihr, es gibt ein Feld mehr dazu, dann geht die Zahl runter. Ein angedocktes Feld zieht dann natürlich die Zahl von der 3 ab. So, dann machen wir mal ganz kurz Folgendes. Ihr könnt auch vorausplanen. Ihr könnt direkt andocken oder ihr könnt auch sagen, ich setze das lieber so hin. So habt ihr dann hier, seht ihr diese Kanten, die leuchten ein bisschen auf. Wenn die Kanten aufleuchten, weiß, dann sind die perfekt angesetzt. Das bedeutet, die Karte, hier seht ihr diese, das Sechseck hat diese Seite frei. Also sagen wir einfach mal Graslandschaft. Die gleiche hat nämlich auch hier Graslandschaft. Wo ich andocke, sind auch zwei Graslandschaften, also perfekt. Tipp von mir, versucht Karten so zu legen, dass es perfekt wird. Perfekte Karten bedeutet, wenn ich jetzt um meine ganze Karte drumherum baue, mit perfekten angedockten Karten kriegt ihr Punkte. Viele Punkte. Die Karte bedeutet dann, das ist eine perfekte Karte. Perfekte Karte kriegt ihr 60 Punkte. Da oben ist der Highscore. Ich habe jetzt, weil ich eine Karte gesetzt habe, 10 Punkte bekommen. Umso mehr perfekte Karten ihr spielt, perfekte Missionen ihr spielt, kriegt ihr Punkte. Und das ist der Highscore, den man nachher dann eben, gegen den man spielt. Ihr könnt auch im Kreativmodus spielen, wenn ihr keinen Highscore möchtet, gar keine Gegner, also Gastgegner, den Highscore-Gegner haben. Dann stellt alles aus und spielt einfach gemütlich auf euch drauf los. So, ich setze jetzt mal eine Karte und setze sie einfach mal so. So, weil ich einfach schon mal voraus denke, ich werde hier, wo ich jetzt gerade den Fluss hinsetze, möchte ich gerne noch eine weitere Felderkarte haben. Das machen wir dann später, wenn gleich mal irgendwann eine Feldkarte kommt. So, jetzt habe ich eine Karte mit dem Fluss bekommen. Die setzen wir natürlich auch. Also ich würde versuchen, in dem Spiel, ich mache mal ganz kurz. So, ich würde versuchen in dem Spiel, es geht ja um Puzzleteile, die man andockt. Werdet ihr nachher sehen, es gibt Felder, es gibt Flüsse, es gibt Wälder und es gibt Städte. Und natürlich auch Graslandschaften, aber die kommen, wie sie kommen. Das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir die alle perfekt und schön, wie ihr es auch gerne möchtet, zusammensetzt oder ansetzt. Das bedeutet aber auch, es wird immer schwerer, wenn du eine Mixkarte hast. Versuch, so gut wie es geht, die zu trennen. Ich sage jetzt einfach mal, die Felder möchte ich jetzt gerne nach unten rechts führen. Den Fluss, den ziehe ich jetzt einfach mal nach unten links. Vielleicht, mal gucken, jetzt habe ich gerade eine Missionskarte mit einem Wald bekommen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel so machen. So. Dann gehen wir mit dem Wald nach oben rechts. Und vielleicht kriegen wir nachher eine Stadtkarte, dann gehen wir nach oben links. Versuchen wir erstmal so ein bisschen diese Missionen, werdet ihr sehen, Wassermission haben wir bekommen, Waldmission haben wir bekommen und Feldermission. Da gibt es nachher noch eine Stadtmission. Das heißt, um das so ein bisschen zu trennen, gehen wir ein bisschen in die Ecken, damit wir dann schon mal ein bisschen Platz haben. Jetzt habe ich hier Fluss und Feld und Wasser. Das ist ein bisschen doof, weil ich könnte das so setzen, dann habe ich wenigstens die zwei Ecken perfekt. Ihr könnt aber Kompromisse sagen, ihr macht, dann dreht das so um. Dann habe ich zwar hier eine Kante perfekt, die leuchtet hier auf, da wird aber gerade rot angezeigt, weil der Wald an eine Graslandschaft angedockt wird. Könnt ihr machen, ist kein Ding. Ist nur ein bisschen schade, dann hat man dieses Potenzial dieser Karte so ein bisschen vertan. Ist aber nicht schlimm, das sind Kompromisse, die man macht. Deswegen wird das Spiel auch Dorfromantik genannt, weil es einfach alles so, es kommt, wie es kommt. Man setzt einfach an. So, dann, wir könnten das aber auch hier oben machen. Dann könnte ich sagen, okay, ich setze das hier an, der Fluss geht nach oben weiter und vielleicht mache ich hier ein Feld und einen Wald an. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich setze es jetzt hier oben an. Ich hoffe dann einfach nach hier,
vielleicht ein Feld, wie ich es gerade habe, ranzusetzen. Oder wir machen das so, ich habe hier einen Wald. Den könnte ich jetzt andocken. Aber ihr seht, hier auf der rechten Seite wird es rot. Aber wie gesagt, Leute, ihr könnt das auch gechillt spielen. Also müsst das nicht so machen, wie ich das jetzt gerade mache. Setzt mal eure Karten, spielt mal die erste Runde. Dann werdet ihr sehen, die erste Runde geht 15 Minuten, 20 Minuten. Kommt immer darauf an, wie schnell und wie gut ihr spielt. Und dann im Nachhinein seht ihr, ach komm, dann mache ich die nächste Runde nochmal und dann perfektioniere ich mal diese Andocken, dieses Anschließen von den Karten an die Felder. Ihr seht, das ist ein gutes Teil. Das macht mir diese Quest und diese Quest zusammen futsch. Und ihr seht hier unten 35, das sind meine Karten, die ich noch habe. Ich mache aber gerade zwei Quests. Soweit ich weiß, pro Quest kriegt ihr 5 Karten dazu. Das heißt... Okay, jetzt seht ihr gerade, ich habe 9 Karten bekommen statt 10, weil ich habe ja eine gesetzt. Also, die müssen wir auch noch abziehen. So, jetzt habe ich das hier. Und jetzt habe ich hier eine Wasserkarte. Diese kompletten Wasserkarten sind eigentlich ganz cool. Ihr seht, hier ist sie komplett Wasser, aber sobald ich sie hinstelle, sagt die mir, okay, ich kann daraus auch gerne noch ein bisschen Land machen. Ist ein cooles Teil. Jetzt muss ich gucken. Setze ich die hier hin, dann muss ich beim nächsten Mal hier, wenn ich eine perfekte Karte haben möchte, vielleicht irgendeine Karte haben, wo Wasser dran ist und fällt. Ich könnte es auch hier oben setzen. Einfach mal so ins Nichts. Mir gefällt schon gerade gar nicht, dass ich hier so viel Wasserkarten gerade bekomme. Aber da müssen wir durch. Seht, Mission geschafft. Wir haben wieder neue Karten bekommen. So, ich habe eine neue Wasserkarte bekommen. Hier geht ganz als Wasserkarten. Okay, ich versuche mal mit dem Wasser wegzugehen. Setze ich das mal hier hin. Okay, jetzt habe ich hier ein Häuslein. Seht ihr, ich habe eine Karte mit einem Haus unten im Fluss. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte es gerne anders gesetzt. Wir können aber sagen, wir könnten das... Das ist nicht schlecht. Jetzt könnte ich... das habe ich natürlich hier... Okay, wir setzen trotzdem. Ihr seht, hier wird perfekt angesetzt. Hier wird perfekt angesetzt. Und hier habe ich ja so ein kleines Feld gehabt. Da setze ich die einfach mal dahin. Jetzt habe ich hier ein kleines Häuschen. Das kann man jetzt da lassen und warten, bis man mal eine schöne Karte bekommt. Mit Wasser und einem kleinen Häuschen dran. Das würde ich gerne so machen jetzt. Ich würde nämlich jetzt gerne, ganz ehrlich, mich mal um die nächste Karte kümmern. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier für euch ein bisschen langsamer. Aber wenn ihr das ein paar Mal gespielt habt, ein paar Mal mit dem Ranking irgendwo gelandet seid, da werdet ihr das irgendwie von euch auch selber sehen, dass das Spiel total gemütlich alles entschleunigt. Kein Stress. Ich überlege nämlich jetzt gerade, ich könnte es so setzen. Dann geht das Feld hier unten noch weiter. Und ich könnte die Stadt nach in diese eine kleine Stadt in diese rechte Seite machen. Ich hätte gerne die Stadt getrennt, aber das Wasser hat mich so ein bisschen stört mich gerade, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht. Die Karten sind jetzt auch gerade von den Anfang so ein bisschen Mixkarten, was ein bisschen schade ist, aber ist egal, so ist es eben. Dann setze ich die jetzt mal hier hin. Seht ihr mal, immer wenn ihr setzt, um diese Karte herum kommen neue weiße Felder, die ihr dann bebauen könnt. Tipp von mir, guckt, dass ihr könnt ja Sachen freischalten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr auf die Escape-Taste drückt, könnt ihr hier Biome einstellen. Das sind die Biome, die ich freigeschaltet habe. Ihr könnt auch eine Winterlandschaft spielen, dann sieht das eben so aus. Wenn ihr sowas mögt, vielleicht zu Weihnachten. Oder man kann einfach auch, ich habe die Blütezeit immer an und Standard. Ihr könnt auch Lavendel nehmen, das sieht dann eben so aus, dann haben die Felder manchmal Lavendelblüten. Kirschblüte. Ihr seht, dann sind die Bäume eben Kirschbäumchen und die Felder werden so ein bisschen dunkler. Oder ihr könnt auch hier verwunschen, dann habt ihr eben so hier so kleine Hexenhäuschen.
Könnt ihr machen, wie ihr möchtet, wie ihr das gerne habt. Ich bleibe dann eher so bei Standard und Blütezeit. Da habe ich so ein paar Bäumchen noch, die anders noch aussehen. So, jetzt habe ich hier eine neue Stadt und eine freie Karte. Könnte ich so machen. Könnte ich das so planen, dass ich in den nächsten... Ihr seht, die nächste Karte wäre eine Zugkarte. Jetzt muss ich gucken, wo ich das hinmache. Wo kriege ich die Zugkarte jetzt hin? Ich glaube, ich mache das sogar so. Die Zugkarte, die setze ich... Oh Gott, Zug. Zug ist immer... am schwersten, finde ich, sind die Fluss... Quests und Karten und die Schienenkarten, weil das sind immer so ganz besondere Karten. Da könnt ihr nicht einfach irgendwas ansnappen. Ich gucke, ihr seht, hier wird das angezeigt mit einem Kreuz. Hier kannst du nichts ansnappen, weil da geht das nicht. Du kannst nicht einfach hier an einem Fluss eine Schiene ansetzen. Das ist bei den Feldern, bei den Wäldern und bei den Städten ist das egal. Da könnt ihr ansetzen, wie ihr möchtet. Habt ihr eben dann die Karte so ein bisschen verbaut, aber trotzdem... Ich könnte jetzt sagen, war doof. Ich hätte das, glaube ich, doch lieber anders machen sollen. Man könnte jetzt sagen, ich gehe wieder zurück, setze die vielleicht so rum und setze hier zum Beispiel die Schiene hin. Könnte ich sagen. Oder vielleicht hier. Ich gehe sogar hier hin, in diese Richtung. Jetzt mache ich hier eine Stadt, Feld und Schienen. Das ist ein bisschen viel, aber na gut. Jetzt habe ich eine Wasserkarte mit einer Mission und Wald. Ich könnte sagen, ich habe hier schon den Wald hier oben und eine Mission, aber ich versuche dann doch eher vielleicht so zu bauen. Dann könnte ich sagen, jetzt habe ich auf der rechten Seite ein bisschen Wald. Jetzt gehe ich in diese Richtung schon mit diesem Wald. Das Wasser bleibt beim Wasser und dann schließt das Wasser dort auch ab. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in diese Richtung gehen. Ihr seht, das sieht übrigens auch voll nett aus. So, seht, Wasserkarten haben den Rand immer perfekt. Wenn das so größere Wasserkarten sind, die schließen sich dann immer, meistens passen sie sich der Kante an. So, jetzt habe ich eine Stadt Missionskarte. Die würde ich hier sogar hinsetzen. So, dann habe ich nämlich die Schiene schon mal weg auf der Graslandschaft und ich gehe hier runter links mit meinem Feld. Mit meiner Stadt. So. Jetzt habe ich eine Stadt und eine Wasserkarte. Vielleicht kann ich die hier setzen. Seht ihr? Eine kleine Stadt. Oder zwei Häuschen. Und das Wasser. Kann ich sogar so rumdrehen? Nee, kann ich nicht. Die gibt ja auch manchmal an, so. So geht das nicht. Okay, so würde ich es nicht machen. Ich würde es dann eher so machen. So, jetzt habe ich die hier oben. Habe ich eine Stadtmission. Ich habe ja schon eine Stadtmission. Diese Karte möchte drei Häuschen dazu bekommen. Wenn ich die jetzt setze, seht ihr, kommt ein ganzer Berg voll Häuser dazu. Jetzt gucke ich aber gerade mal. Vielleicht kann ich die hier oben ansetzen. Seht ihr das? Wenn ich die hier oben ansetze, habe ich die sogar mit der Stadt verbunden und dem kleinen Wald verbunden. Das große Problem wird nur sein, dass ich da oben die Felder irgendwie abschließen muss. Könnte es auch so setzen. Dann sage ich, vielleicht irgendwann kriege ich hier eine Waldkarte und dann ist das eben gut. Ich versuche jetzt immer, so gut wie es geht, zusammen zu slotten. Also anzudecken, zu docken. Nicht anzudecken, anzudocken. Damit ich nämlich viele Punkte erhalte. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt das auch schneller spielen. Es gibt Leute, die spielen das eben ziemlich schnell, weil die haben einfach den schnelleren Überblick. Ich plane immer vor, was ich beim nächsten Schritt setze. So, ich könnte das so... Ich könnte das auch so. Ich würde das sogar hier machen. Ich würde das sogar hier machen. Hier mache ich dann den Zug. Ihr seht, hier habe ich schon eine Mission mit 3. Wenn ich die ansetze, wird das aus 3 2. Und ich kriege sogar eine neue, neue Mission. So, wir haben sowieso keine anderen Schienen. Dann setze ich das an. Und jetzt haben wir eine kleine Lokomotive, die wir dann hier gleich irgendwie so ein bisschen hin und her gurken. So, jetzt gucke ich mal. Wie kriege ich das am besten gesetzt? Hier oben habe ich keine Stadt, keine Häuschen. Hier gibt es keine schönen Kanten. Ich könnte einfach sagen, gut, dann machen wir hier unten noch weitere Felder.
Jetzt gucke ich aber, was ich gerade sehe. Ich kriege nämlich die nächste Karte. Das ist eine Schiene und Stadt. Wenn ich die so setze, ich teste das mal, dann könnte ich das so setzen. Ist zwar okay, aber jetzt habe ich dann hier die Kante so ein bisschen vertan, was ein bisschen schade ist. Hier oben kann ich es nicht setzen. Ihr seht, die Schiene muss irgendwie aufhören. Die muss abgeschlossen werden. So, jetzt habe ich hier, muss ich einen Kompromiss setzen. Jetzt nehme ich das weg. Einfach auch hier oben hinsetzen und sagen, gut, tschüss. So vielleicht. Würde ich sogar eher machen. Ich würde hier sogar hier hinsetzen. Warum? Jetzt hoffe ich dann, was mir hier diese Lücke hier vorgibt. Die Lücke gibt mir vor, ich brauche eine Feldkante, Feldkante, leere Kante, Feldkante, Stadtkante und das bleibt frei. Hoffe ich mal, dass ich da eine bekomme. Dann kann ich hier sagen, okay, dann mache ich jetzt hier Lokomotivi, die fährt dann hier und dann werde ich dann in diesem Bereich vielleicht dann ein paar Häuser weiterbauen. So, könnt das so machen? Ich plane einfach hier mal an diese Kante frei. So, jetzt habe ich, hoffe ich, dass ich hier die Häuser weitersetzen kann bald. Jetzt habe ich hier eine Karte bekommen mit einem Wald. So. Ihr seht, wenn ich die da drin setze, dockt die an vier Kanten perfekt an. Machen wir doch mal. So, und habt ihr gesehen, diese Karte hier wurde perfekt gespielt oder ausgespielt. Ich habe alle Kanten perfekt genutzt. Und deswegen habe ich 60 Punkte erhalten. Und das ist eigentlich das, wenn ihr in einem Highscore ganz oben mitspielen wollt, dann solltet ihr versuchen, so gut wie es geht, alles. Wirklich alles. Alle Kanten perfekt zu spielen. Diese Kanten sind ja alle noch offen. Das ist die erste Karte, die ich eigentlich geschlossen habe. Und die war perfekt. Also ich habe in den ersten Missionen oder ersten Malen einfach mal so gespielt. Habe ich die eben so gebaut, wie es war. Und dann hat man eben verloren, weil man keine Karten mehr hatte. Und dann hat man eben eine neue Karte gestartet. Und immer wieder und immer wieder. Und dann irgendwann kriegt man so ein bisschen den Dreh raus. Was passiert hier? Die Mission möchte 5 Bäume. Die Karte, die ich habe, die hat aber keine 5 Bäume. Wenn ich jetzt ansetze, ist dieses kleine Waldgebiet abgeschlossen, weil es kann nichts mehr weiter angesetzt werden. Das heißt, die Mission ist abgebrochen und fehlgeschlagen für dieses Stück. Ihr kriegt dafür nichts. Könnt zwar bauen, dann geht's weiter. Ist nicht so schlimm. Aber ihr habt eben dafür keine Punkte erhalten und keine Karten. Wäre doof. Deswegen gucken wir mal. Könnte das so setzen? Gefällt mir nicht. Gefällt mir eigentlich gerade gar nicht. Hier könnte ich sie setzen. Hier könnte ich sie setzen. So. Perfekt gespielt. Und zack, 60 Punkte erhalten. So, das haben wir hier bekommen. Wir haben jetzt Feld und Bäume. So, das könnte ich hier oben setzen. So. Könnte ich. Jetzt habe ich den Wald dazwischen. Jetzt habe ich da keine perfekte Kante mehr. Man spielt eigentlich in dem klassischen Modus einfach nur gegen sich und einem Highscore. Man kann die Tabelle sehen, wer im Highscore ganz oben steht. Ich glaube, meine beste Runde war irgendwas mit, keine Ahnung. Also war nicht wirklich hoch. Vielleicht 13.000, 14.000. Das ist nichts. Das ist nichts. Wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt und gemütlicher spielt, dann kommt man vielleicht an die 30.000, dann ist das auch schon wieder okay. Ich glaube, der Highscore liegt irgendwas bei 250.000 Punkten. Also das sind dann Riesenkarten, die gehen dann irgendwie hier ins Nirgendwo. Man kann übrigens Karten freispielen. Man kann tolle, lustige Karten freispielen, wie zum Beispiel eine Windmühle, ein Biberbau oder sowas, Schwanen. Schwäne hier und das ist eigentlich ganz nett gemacht. So, jetzt gucke ich mal, wollte mal ein bisschen näher ran. So. Hier könnte ich das gut setzen oder ich drehe das sogar andersrum.
In der Hoffnung, dass ich hier vorne eine Kante mit Feld bekomme. Wasser und Feld. So, die Mission ist geschafft. Ich habe neue Karten bekommen. Und dann gehen wir mal weiter. Mit diesem hier. Sollte ich das hier setzen? Oder sollte ich das lieber da oben setzen? Oder lieber hier setzen? Wasser, Wasser, Wasser. Wasserkarten. Ihr seht, die Wassermission würde dann auch fertig sein, weil ich eine neue Wasserkarte dazu setze. Könnte ich mal hier setzen. Und ihr seht, wir haben 53 Karten. Hier wird das leider nicht passen. Könnte ich machen. Muss ich aber nicht unbedingt. Wenn ihr seht, das ist nicht richtig die Karte, die passt euch nicht, dann könnt ihr immer noch an den freien Kanten, die ihr habt, dann geht ihr in diese Richtung einfach weiter. Dann könnt ihr sagen, oh, ihr seht, meine Karte sieht jetzt nicht unbedingt viereckig, quadratisch, die wird eher in die Länge gezogen. Aber ihr könnt ja sagen, naja, ich möchte gerne eine perfekte Karte spielen. Hier, das wird keine perfekte Karte mehr werden. Außer die hier. Die wird eine perfekte Karte werden, ganz sicher. Wenn ich dies so ansetze. Ihr könnt auch sagen, ich setze das, naja, setze ich das eben hier so an. Man kann ja sagen, hier oben, dieses Feld hier, in Zukunft möchte ich gerne das richtig andocken. Gut, dann machen wir das eben so. So. Jetzt steht die da und dann warten wir auf die Karte. Hier. Guck mal, seht ihr das? Nach links geht der Wald weiter und hier kann ich perfekt ansnappen. Also, perfekt grün, gelb, gelb. Super. Drei Kanten, 30 Punkte. Jetzt habe ich eine neue Karte bekommen. Hier oben. So. Einfach vorausplanen, dass ich vielleicht dann dort weiter ansnappen kann. Gut, jetzt habe ich eine große Waldkarte bekommen. Seht, so kann ich die Mission fertig machen. Aber man sieht, wenn ihr genau drauf guckt, habe ich zwar zwei leuchtende Kanten, zwei aber rot. Vielleicht kann man das besser drehen. Jetzt habe ich drei leuchtende Kanten. Das heißt also dreimal, also 30 Punkte statt nur. Vielleicht kann man das besser machen. Und seht, wenn ich es gedreht habe, zack, seht ihr, alle Kanten, die jetzt ansnappen, sind erleuchtet. Leuchten. Und das bedeutet, ihr kriegt dort für jede Kante, die perfekt gespielt wird, Punkte. Und da, weil die Karte perfekt angesnappt worden ist, kriege ich sogar, für das habe ich 40 bekommen und weil die perfekt war, kriege ich 60. So, was haben wir jetzt hier für eine Karte? Ich kriege danach nochmal eine Zugkarte, die werde ich dann weiter nach unten ziehen. Also, ihr werdet sehen, die ersten Karten, die ihr spielt, sind Karten, die sind ein bisschen... ja, durcheinander gekleistert. Hier setzt da was an, da was an. Macht einfach mal ganz schnell ein paar Kompromisse und das ist eben so, muss man so machen. Man sollte ein paar Karten einfach erstmal spielen und ihr werdet dann schnell lernen, dass ihr das vielleicht auch besser spielen könnt. Ich bin hier kein Profi, Leute. Ganz sicher nicht. Aber es macht mir Spaß, das so langsam gemütlich vor mich hin zu bauen. Man plant dann immer so ein bisschen voraus. Ich könnte das so setzen. Mache ich jetzt erstmal. Dann mache ich den Zug jetzt hier unten wieder. Einmal Mission geschafft. Jetzt habe ich hier oben Wald und Felder. Okay. Ich sage einfach, wir gehen oben mit dem Feld weiter und nach links gehen wir weiter mit dem Wald. Das passt. Jetzt habe ich hier so eine Karte mit Stadt und Wald. Stadt und Wald. Komplett Stadt und Wald. Das ist sogar eine Missionskarte. Ich könnte sagen, ich mache das jetzt so. So. Dann mache ich die Stadt hier eben so ein bisschen. Und jetzt gehen wir in die untere Region weiter. Mit den Bäumen. Oder mit anderen Bäumen. Ich könnte es so setzen. Seht ihr? Dann wird die Mission... Da wird die Mission schon sagen, guck mal hier, ich wollte eigentlich 23, wie die Karte heißt, 23 plus möchte ich gerne haben. Wenn ich die aber jetzt anslotte, alles, was aufleuchtet, wird gezählt an Häusern.
Und wir sind dann eben bei 20 Häuschen und drei fehlen dann eben noch. Oder ihr macht das eben so, wie ich gesagt habe, dann setzen wir das eben so hin und dann warten wir eben auf eine schöne Karte, die wir dann in die Mitte setzen können. Machen wir mal so. Jetzt habe ich hier Feld und Stadt. Fällt mir gerade nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht kann ich das so setzen. Dann mache ich da oben vielleicht noch eine kleine Stadt weiter. Okay. Jetzt haben wir eine schöne Waldkarte bekommen, die hier und hier perfekt gesetzt wäre. Hier nicht. Sieht zwar gut aus, aber man sieht, die Kante ist rot. Kann ich machen. Ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Aber warum? Ich könnte es doch hier setzen. Oder hier. Hier auch nicht. Hier ist auch eine Kante. Das ist eine komplette Waldkarte. Dann setze ich die doch lieber hier. So. Jetzt kriege ich sogar eine Wald-Missionskarte. Was ganz cool ist, seht ihr, wenn ich die so hinsetze, habe ich wieder vier Kanten weiß. Machen wir. Dankeschön. So, jetzt habe ich ein einzelnes Häuschen. Wo kann ich dich hinsetzen? Vielleicht hier? So. Habe ich noch mehr Häuschen. Hier kann ich sie setzen, ganz klar. Kriege ich sogar die Mission geschafft. Manchmal werdet ihr sehen, ihr habt dann bald keine Karten mehr. Irgendwann geht die Kartenzahlen immer runter, weil ihr wolltet die Karte vielleicht eure Map irgendwie perfekt spielen. Und was passiert? Ihr habt dann irgendwie ganz wenig Karten und da müsst ihr so schnell wie möglich Missionen schaffen, sonst habt ihr bald keine Karten mehr und dann ist vorbei. Vielleicht setze ich die hier oben hin. So. Schiene und Felder. Eigentlich egal wie rum. Da, ich könnte es so rum auch setzen, aber dann seht ihr, dann geht die Schiene von links nach rechts, also so horizontal von dieser Position der Kamera jetzt aus. Das will ich irgendwie gar nicht. Ich will die gar nicht mehr bei mir in meine Richtung haben. Ich möchte, dass die Schienen verschwinden aus meiner Stadt. Weil wenn ich jetzt die Schienen irgendwo hier unten habe, dann kann ich da mit meinen Schienen rumhantieren. Dann sind die weg. Und das gleiche möchte ich gerne auch mit Wasser, mit dem Wasser weg, weit, weit, weit weg von dem ganzen Zentrum. Weil die sind ziemlich, wenn die dann nachher alle sehen, die sind ein bisschen komplizierter alle zu setzen. So, neue Mission geschafft. Neue Hausmission. Vielleicht kann ich, hier kann ich nicht. Hier wäre es eigentlich ganz gut gewesen, aber ich habe hier die Schiene, die mir den Weg versperrt. Hier ist doof. Ich könnte die hier setzen. Dann habe ich die Mission geschafft. Mache ich sogar. Jetzt habe ich sagen wir mal, im Stadtkern, wo ich gerade hier baue, habe ich hier zwei grüne Kanten. Jetzt muss ich gucken nachher, dass das eine grüne Kante ist. Eine Stadtkante, Stadtkante und vielleicht hier oben. Wer weiß der Geier, was ich hier setzen werde. Ich könnte hier raus. Ich könnte mit dem Wasser raus. Oder ich könnte einfach hier so einen Stopp setzen. Es gibt auch so kleine Tümpel. Die setzt man dann da an, dann ist dann dort eben Ende. Ich mach das mal so. Hier haben wir Felder und Häuser. Ach man, vielleicht kriege ich das hier unten hin. So vielleicht. Kann ich auch so rumsetzen. Dann habe ich aber ein bisschen problematischer ist, hier muss ich dann wieder eine Schiene haben mit Haus. Eine Schiene mit Freifeld ist mir dann doch eher lieber. Dann setze ich die vielleicht erstmal hier unten hin. So, neue Mission mit Bäumchen. Hier habe ich ja schon mal gesagt, kann ich die setzen. Mission ist direkt fertig. Hier habe ich die eine Kante aber so ein bisschen verspielt, was schade ist. Ich könnte es aber auch hier hinsetzen. Dann habe ich dann noch alle Kanten richtig. Mission ist geschafft. Jetzt ist aber immer noch das Problem.
die richtige Karte hier zu finden. Weil jetzt habe ich eine Karte, die ist mir vorgegeben. So soll die sein. Ich kann eine andere setzen. Ist ja gar Latte. Ist ja eigentlich Latte, wie das hier gebaut wird. Wenn ihr sagt, das stört mich nicht. Aber wenn man so ein bisschen perfektionieren möchte, ist die ein bisschen doof. Also müssen wir gucken, dass wir hier nachher eine perfekte Karte spielen. So, jetzt habt ihr bestimmt gesehen, jetzt haben wir Fahnen bekommen. Diese Fahnen sind Missionen. Weil, wenn ihr genau seht, platziere Kärtchen an den leuchtenden Kanten, um diese Gruppe zu schließen und so die Fahnenquest zu erfüllen. Jetzt bedeutet das so, wenn ich jetzt mit der Maus rüber gehe, guck mal, hier gibt es, da wo ich gerade hier lang gehe, gibt es leuchtende Kanten. So, ich gehe nochmal drauf, seht ihr, die leuchten so ein bisschen grün auf. Wenn ich diese Karten schließe, also das Spiel möchte, die möchten jetzt, dass du diesen Wald abschließt. Du kannst den Wald in die Ewigkeiten bis Kilometer weit nach oben ziehen und den ganzen Wald verbinden. Ist auch schön. Ist auch dann einfacher, wenn es Missionenkarten gibt, wie jetzt die ich hier gerade habe. Aber das Spiel möchte ab und zu, dass du diese Mission auch mal abschließt. Diese Bereiche, vielleicht den Wald oder die Felder. Dann kriegt ihr eben hier nochmal 5 Karten und Punkte. Und dann müsst ihr irgendwo anders nochmal 9 Wald ansetzen. Ich guck gerade mal. Ich könnte das so machen. Und dann einfach hoffen, dass ich nachher eine schöne Waldkarte bekomme. Setze ich mal hier ins Nirgendwo. So, Stadt und Wald hatten wir hier schon mal. Guck mal, Stadt und Wald. Dann mache ich das sogar so. Habe ich hier auch Stadt und Wald? Nee. Okay, Stadt und Wald. So, bleibt der Wald Wald. Und ich hoffe dann, dass ich nachher eine schöne Karte bekomme für meine Stadt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Wir hatten doch schon mal Felder. Vielleicht hier. Vielleicht so. Dann habe ich aber hier wieder so eine Schienenkarte, die ich haben muss, vielleicht mit einem Feld oder so. Da muss man mal gucken, ob man das irgendwie passend findet. Hier zum Beispiel, seht ihr das? So könnte ich dieses Feld komplett abschließen. Und dann habe ich zwar einen kleinen Wald oder Bäumchen und hier unten diese Kante hier ist dann eben frei. Aber gut, setzt die. Perfekt. Jetzt habe ich eben ein kleines Häuschen. Wo kann ich dich hinsetzen? Könnte ich hier abschließen. Guck mal. Hier könnte ich das perfekt abschließen. So habe ich dann diese 4 Häuschen. Die haben dann eben dort ein kleines Mini-Dörfchen in der Nähe von den Schienen. Und ihr seht, die Kanten sind auch wieder alle weiß. Zack. Wunderbar. Das ist die Karte, die ich eben meinte. Ich könnte nämlich jetzt... Ich dachte, ich könnte hier abschließen. Das sind immer so Wassergebiete. Die werden immer größer und immer größer. Und weg damit. Ich möchte hier raus aus meinem Gebiet. Ich könnte hier oben hinbauen. Ich setze sie sogar hier hin. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht was ansetzen kann, was passt. So, was habe ich denn hier bekommen gerade? Okay. Ihr seht, das Spiel ist ganz gemütlich. Wir machen jetzt einfach hier mal so eine ganz gemütliche Runde. Mit so ein bisschen Erklärbär von meiner Seite her. Um euch einfach zu erklären und zu zeigen, wie gemütlich das Spiel hier ist. Wie sagt man das? Das ist dieser innere Monk, den braucht ihr dann manchmal, damit ihr sagt, okay, ich möchte jetzt hier doch ganz gerne ein bisschen perfekter bauen. Weißt du, warum ich die jetzt hier setze? Weil ich diese Karte hier schon gesehen habe, das ist so eine, das, die könnt ihr freispielen. Warum ich die jetzt nicht setzen kann, erkläre ich euch.
Die Karte möchte 8 Felder haben, nicht mehr. Wenn ich die jetzt ansetze, habe ich hier, keine Ahnung, 15 Karten, 15 Slots, die hier angedockt werden. Das will das Spiel aber nicht. Oder besser diese Karte nicht. Das ist ein bisschen doof, dann setze ich die vielleicht hier hin. Da ist sie verloren, die Karte, weil die hat so viele rote Kanten. Dann ist das ein bisschen blöd, dann setze ich die einfach mal weg. Die letzte Karte. Und dann setze ich die dann doch mal hier oben hin. Wir können sie ja dann nochmal testen. Hier kann ich es dann immer noch nicht ansetzen. Hier könnte ich das so machen, hier nicht. Ich möchte dieses Potenzial dieser Karte. Das ist eigentlich eine tolle Karte hier. Leider habe ich zu viele Andockpunkte, was sehr, sehr schade ist. Und die Schiene hier unten, die macht mir so ein bisschen gerade das Problem, dass ich die hier unten nicht setzen werde. Dann werde ich die hier oben setzen. Schade, weil die Karte ist schon schwer zu setzen. Ich habe jetzt, ihr seht, 1, 2, 3, 4 Karten perfekt. Eine ist nicht perfekt. Wenn ich das jetzt zusetze, dann wird diese Karte hier in der Mitte nachher keine perfekte Karte werden. Ja, das kommt dann nämlich meistens dadurch, dass man aufpassen muss, dass man diese Karten, wie ich das jetzt gerade mache, wenn ich jetzt schließe, wird sehr schwer, eine perfekte Karte zu machen. Vielleicht hier oben. So vielleicht. Und vielleicht so. Mal gucken, was haben wir hier. Alles. Gleich so. Das ist ein Wasserbahnhof. Da kann man Schienen nämlich mit andocken. Guck mal hier so. Da kann man mit den Schienen dann nämlich ins Wasser, und dann habt ihr nämlich dann dort eben Schienen und Wassergebiete zusammengebaut. Eine perfekte Karte. So, jetzt gucken wir mal hier, wie kriege ich das hier alles so ein bisschen. Ich könnte hier oben noch so ein bisschen. Hier vielleicht so. Oder eher so. Ist das sogar lieber so. Ich glaube, wir lassen das so. Jetzt habe ich eine kleine Stadtkarte. Ein kleines Häuslein mit einem. Ach, sogar eine Missionskarte, okay. Bringt mich jetzt da nicht weiter, ne? Könnte ich trotzdem machen, dann sage ich dann nachhinein, dann setze ich hier oben nachher noch so ein weiteres Häuslein hin oder so. Ich hätte es gerne hier oben irgendwie gehabt. Ihr seht, die Karte ist nicht richtig rumgedreht, also so wie ich das gerne hätte. Schreibt doch mal in die Kommentare, ihr Lieben. Wie gefällt euch das Spiel? Die Musik ist total gechillt. Spielt ihr es vielleicht selber? Was ist euer Highscore? Schreibt doch mal ganz kurz euer Highscore. Mein Highscore war also noch nicht wirklich viel. Wie gesagt, bei meinen wenigen Partien und ich glaube, den besten und höchsten Highscore habe ich sogar bei Twitch live mit meinen Zuschauern gemacht. Und das waren eben die 17.000, 14.000, was habe ich gesagt? So ungefähr. Ich glaube, ich mache das mal so. So. Jetzt könnte ich das sogar auch hier so setzen. So. So. Nee, passt gar nicht. Ein Feld. Jetzt gucken wir mal hier. Hier darf ich nicht. Hier könnte ich sogar was setzen. Okay. Okay. Könnte man so lassen. Okay, jetzt habe ich Wasser und Felder. Das so hin. So ist gut, guck mal. Seht ihr das?
Das Wasser wird dort abgeschlossen. Juhu. Und zwar mache ich mir jetzt oben wieder so ein Wasser und Feld Kärtchen. Ja, spiele ich drauf hin und hoffe, dass ich mal so eins bekomme. Aber wenn man ja genau guckt, wie viele Kanten weiß leuchten, super. Perfekt, perfekt, perfekt. Alle Karten waren gerade perfekt gespielt. Ihr seht auch, wenn die Karte perfekt ist, perfekt gebaut ist, dann seht ihr, dass das alles zusammen passt. Und nicht so manchmal sieht man, dass die Bäumchen oder sowas einfach so willkürlich einfach irgendwie hingekleistert werden. So, ich zeige euch einfach mal sowas hier. Ich baue mal ganz kurz. So. Dann seht ihr auch, da ist ja einfach gar nicht, das ist ja gar nicht zusammengesnappt und das Haus steht ja auch irgendwo nirgendwo. Kann man so lassen? Stört ja auch jetzt keinen. Es geht uns ja mal um den Highscore. Highscore! Deswegen wollen wir dann doch mal ein bisschen besser bauen. Das würde ganz gut passen. Dann könnte ich sogar die Felder da unten weitermachen. Man sollte aber nicht immer zu schnell bauen. Man sollte auch ab und zu mal gucken, ob man was anderes findet. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Karte hier vorne. So, da oben muss ich immer noch die Mission machen. Guck mal, das könnte eine gute Karte werden. Ah, nein. Das ist keine perfekte Karte. Ist nicht schlecht. Aber seht ihr diese rote Kante? So würde sie passen. Aber dann habe ich sogar zwei rote Kanten. Das ist doof. So würde mir das sogar lieber passen. Warum? Weil, wenn ich die Schienen weiterführen werde, dann ist es mir lieber, dass ich dann eine Schiene mit... Seht ihr, die meisten Schienen haben einfach Grünlandschaft drumherum. Selten ist da mal was mit anderem. Gut, dann setze ich das so. Dann habe ich wieder Wasser und Wald. Wasser und Wald. Wo habe ich denn hier mal Wasser? Und wo habe ich... Wasser ist hier. Das sieht übrigens total hübsch aus. Habt ihr so einen Wald mit so einem kleinen See? Nett, ne? Aber... Naja, ihr wisst ja. Ich könnte sagen, wir machen hier oben den Wald einfach weiter. So. Und hier habe ich Wald- und Stadtkarte. Ich mag diese Karten übrigens. Wald- und Stadtkarten. Jetzt werde ich das so setzen. Dann, ihr wisst schon, ihr seht das schon, was ich machen möchte. Unten der Wald bleibt. Den könnte ich dann nachher hier wieder mal anslotten. Und ich habe sogar die Mission geschafft und die Stadt wird weitergeführt. Das Problem wird werden hier das Wasser. Das Wasser wird einige Probleme nachher machen. Leider. Jetzt habe ich hier Wald, Haus, Feld, alles. Hab ja eigentlich schon mal dem Video einen Daumen hoch gegeben. Ich würde mich da mega drüber freuen, Leute. Das ist nämlich immer... das ist immer ganz, ganz, ganz gut für diesen Video-Push. Damit das vielleicht jemand anders... Weil es geht mir darum, dass das Spiel einfach zu gut ist, um das irgendwie den Leuten nicht zu zeigen. Ich will hoffen, dass ich nicht zu langsam baue für euch und dass euch nicht zu langweilig wird. Vielleicht das wäre das sogar so rum besser. Oder so rum. So würde ich die Felder dann nachher noch anschließen können. Und so würden die Häuser weitergehen. Ich bleib sogar lieber so. So, wo habe ich denn jetzt den Häuschen mit einem Fältchen? Hier. Die Karte würde passen. Würde mir sogar die Mission oben abschließen. Dann habe ich aber das große Problem. Dann brauche ich eine... fangen wir oben mit dem rechten Häuschen an. Ein Haus, grün, Dingsbumsfeld. Das wird ein bisschen schwerer werden, wenn ich mir das jetzt hier verbaue. Ich mache das so. Oh, guck mal, hier habe ich eigentlich eine gute Karte für dieses Stückchen hier. Dann habe ich endlich das blöde Schienensystem hier aus meiner Stadt raus. Aber seht ihr? Die Schiene gibt mir die Richtung an. Ich kann sie nicht drehen.
Leider hat genau diese Karte keine richtige Kante. Ich könnte jetzt einfach jetzt sagen, gut, dann schließe ich das hier ab. Hier wird das auch so sinnlos sein. Oder wir sagen einfach, wir bauen das Schienensystem nach hier so. Wenn nachher, vielleicht kommt ja mal die Schiene nach hier, dann könnte ich die Kurve dort, die Kurve bekommen. ja, mache ich jetzt hier. Schade. Fast perfekt, doch nicht perfekt. So könnte man. So könnte man auch. Da oben wäre es mir sogar lieber gewesen. Hier. Das wäre echt gut gewesen. Aber die rote Kante da oben stört mich. Ich glaube, das ist die erste Karte, die ich dann einfach mit einer roten Kante setze. Ich glaube, ich werde diesen Kompromiss diesmal machen, damit ich dieses Feld hier wegbekomme. Okay. Jetzt habe ich wieder so eine doofe Wasserkarte. Sogar noch. So. Noch mehr Wasser in die Gegend zu bringen. Ich will doch hier weg von dem Wasser. Hier könnte ich was setzen. Könnte ich aber auch hier setzen. Oder vielleicht hier oben. Das ist eine doofe Karte hier. Also nicht die, die ich gerade hier habe, sondern hier wird das mit Feld und Wasser werden. Ach je. Eher so vielleicht? Eher so. Ja. Oh. Perfekte Karte wieder gespielt. Ganz viel kleine Häuschen stört mich, weil das wird dann wieder irgendwie so ein Problem geben, wo ich dann nachher dieses Haus dann irgendwo unterbringen muss. Hier könnte das eigentlich bleiben. Ja, so in diese Richtung würde ich sogar drehen. Mache ich jetzt einfach mal. Feld, Wald und Häuschen. Ich finde das einfach so toll gemacht, dass diese. Es gibt dann diese Random-Karten. Also die Karten sind ja alle random, aber du kriegst dann so eine Karte wie diese jetzt hier und dann stehst du vor der Frage, wie kriegst du das am besten hin? So. So ist gut. Wir haben wieder so eine doofe Karte. Mit da unten eigentlich den Weg. Das ist gar nicht. Diese Karte, diese Lücke, die ich jetzt lasse, ist gar nicht so schwer. Wir haben schon so oft einfach nur eine kleine grüne Karte mit einem Feld bekommen. Ich glaube, ich setze das so. Oh, guck mal, hier haben wir eine Wald- und eine Wasserkarte. Wie kriege ich die Kurve hier hin? Aber dann muss ich den Wald dann in die Stadt bringen. Ach, Mann. Ah, hier, guck mal, wir haben noch hier. Seht ihr, das ist, hier vorne ist gar keine Waldkarte. Da müsst ihr die Karte drehen, da seht ihr, dass es ein Feld ist. Also eine Grünlandschaft. Da müsst ihr eben gucken, dass es vielleicht dann doch besser hinsetzt. So wäre gut oder so wäre gut. Das ist eigentlich egal. Ich würde das sogar so lassen. Jetzt habe ich auch, guck mal, ich habe eine Karte mit Wald und Bäumen. Und das haben wir doch eigentlich hier, ne? Oder? Nein, eigentlich auch nicht. Vielleicht doch hier. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache nämlich da oben. Es sind drei Kanten hell leuchtend und dann die Wald nach oben. Ja, ich mach's mal so.
So, Feld und Wald. Hatte ich hier. Vielleicht passt es? Passt. Okay. Guck mal hier, Haus, Feld und Wasserkarte. Ach nee. Schade. Diese Felder hier. Hier steht's, baue zu diesem Punkt, um ein spezielles Kärtchen zu entdecken. Dieses Kärtchen sind immer Missionen. Ich sag immer Königsmission, sage ich immer dazu, weil die haben so eine kleine Krone. Da wollen wir hin. Ja. Wie kriege ich die Karte hier los? Wo mache ich den Murks jetzt hier hin? Bringen wir das Wasser hier oben hin? Wollen wir das wirklich? Okay. Kompromiss. Das ist eine perfekte Karte geworden. Die wird nie eine perfekte Karte werden. Leider. Aber na gut, so ist es eben. So, Wasser. Perfekte Karte wieder. Guck mal, da haben wir eine Wald. Eine Waldfeldkarte. Kann ich das hier? Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich das nicht so? Ja, guck mal hier. Dann hätte ich sogar Felder und den kleinen Wald hätte ich dann auch mal abgeschlossen. Dann setzen wir mal so hin. Ah, hier habe ich eine. Oh, guck mal hier. Kann ich das? Ach, hier ist ein Häuschen dazwischen. Achso, das ist eine Missionskarte. 21 Felder will sie. Dann müssen wir nach hier oben gehen. Vielleicht kriege ich das irgendwie. Hier mit dem Häuschen hin? Nee, auch nicht. Ärgerlich. So wird es passen. Ich glaube, ich würde die so setzen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Mühle falsch rumsteht. So, Wasser. Ja, wäre mir lieber sogar so reinzugehen. So. Zack, die Mission habe ich gerade geschafft. Was haben wir denn hier für eine Karte? Eine Stadt-Feldkarte. Stadt- und Feldkarte. Also Stadt- und Graslandschaftskarte, meine ich. Ich würde sogar so hinsetzen. Wenn ich nämlich eine Wasserkarte bekomme, die haben ja meistens weniger Häuser dran, dann passt das eigentlich. Hier habe ich den Wald abgeschlossen. Ob das so gut war, kann ich nicht sagen. Könnte ich auch so machen. Setze ich den hier hin. Ich könnte es aber auch hier setzen. Ob ich den Wald abschließen sollte. Ich bin mir da eigentlich eher nicht so sicher. Vielleicht könnte ich den Wald einfach weiterführen. Dann setze ich die Karte einfach mal hier hin. So. Was haben wir hier? So. Schreckenskarte hier. So könnte ich damit leben. Auch wenn die Schienen alle beide in die gleichen Richtung führen. Naja, gut. So will ich nicht. Dann kommt es wieder. Dann gehe ich wieder in die andere Richtung. So, dann baue ich die eben nicht so. Hier habe ich eine Kurve. Da könnte ich nämlich so damit rausgehen mit dem Wasser. Mache ich mal. Wasser und Schienen habe ich zusammen jetzt hier. Das ist echt eine seltene Karte und total doof. Das Problem ist nämlich an Wasser- und Schienenkarten, die kriegst du so selten. Wenn ich die jetzt hier drin setze, würde ich mir alles verbauen in der Mitte und würde nie ein Bauteil bekommen. Schrecklich.
Ich könnte auch sagen, ich baue jetzt irgendwo anders Schienen hin oder sowas. Den Wald würde ich sie nicht so gerne haben. Doof. Ich könnte sie so. Nee. Lieber so. So ist auch nichts. Schade eigentlich. Sieht total hübsch aus, ne? Mit dem kleinen Städtchen da vorne. Ich baue die jetzt hier vorne hin. Hier ist der perfekte Wald. Ich bräuchte aber. Doof. Ich kann sie nirgendwo hinsetzen. Hier oben. Hier oben könnte ich sie hinsetzen. Warum habe ich die Mission hier geschafft und hier nicht? Schade eigentlich. Ich setze dich hier oben hin. Vielleicht kriege ich hier noch mal eine gute Kante hin. Feld und Wald. Das hatte ich hier mal gehabt. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Fällt mir auch nicht. Vielleicht hier. Hier habe ich noch ein Haus in der Mitte. So vielleicht. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Die Karte ist doof. Das ist echt eine doofe Karte. Die könnte ich vielleicht wirklich nur hier setzen. So. Oder so. Ich versuche es einfach mal so mit ein bisschen Glück. Wie das jetzt hier ist, aber kein großartiger. Das ist nicht gut. Ah, das war eine Missionskarte. Ah, das ist eine Missionskarte. Okay, das ist eine Missionskarte. Kann ich hier was hin? Wie kriege ich sogar das hin? Das ist eigentlich ganz, gar nicht mal so schlecht gewesen. So ist okay. Hier kann ich nämlich jetzt versuchen, wenn ich sie so rumdrehe, perfekt, kann ich die Stadt nämlich noch weiterführen. So bringe ich das Wasser hier nämlich raus aus dem Gebiet. So, ihr Lieben, wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Ihr könnt mir gerne sagen, sollen wir an dieser Karte weiterspielen oder nicht? Hat es euch gefallen? Lasst mal ein Däumchen hoch. Schreibt in die Kommentare, soll es weitergehen? Oder reicht euch das so als kleines Tutorial-Preview-Video aus? Ihr seht das Spiel, wir spielen eine Stunde an diesem Spiel und was haben wir getan? Eigentlich noch gar nichts. Eine Stunde ist vorbei und wir spielen ganz gemütlich vor uns hin. Wird ganz gemütlich gepuzzelt. So solltet ihr das auch machen. Spielt aber erstmal die ersten Runden im Tutorial vielleicht und die ersten Karten einfach mal so. 20 Minuten, 30 Minuten werden die Runden dann manchmal dauern. Die ersten. Und dann geht's ans Eingemachte. Da wollt ihr nämlich Gas geben. Bis dann, ihr Lieben. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und tschüss.